Heute möchte ich Ihnen gerne erzählen, wie ich zum Sinnfluencer wurde. Schon als Kind war ich oft nicht damit einverstanden, was auf unserer Welt oder besser gesagt mit unserer Welt passiert. In der Kindheit konnte ich nur wenig dagegen tun. Als junge Erwachsene ging das einfacher. Doch stieß ich auch an sehr viele Grenzen. Nun war ich nie der Typ, der demonstrieren geht oder militant andere Menschen zu bekehren versucht. Doch habe ich Zeit meines Lebens versucht, bewusst einzukaufen, bewusst Haus zu bauen, bewusst zu kochen und zu essen, meinen persönlichen ökologischen Fußabdruck im Auge zu behalten und auch meine Kinder dementsprechend zu erziehen. Oft gelang es mir, manchmal aber auch nicht. In den letzten Jahren habe ich aber festgestellt, dass meine Bemühungen viel zu wenig waren. Und ich habe mir überlegt, was ich noch zum Klimaschutz beitragen könnte und auf welche Weise ich mir das vorstellen kann. Im Sommer 2019 traf ich mich mit meinen Freundinnen und wir haben überlegt, was wir tun könnten, was in unserer Macht steht und wie auch wir andere Menschen motivieren können, mitzumachen. Und vor allem, welche Maßnahmen auch reizvoll für uns und die Menschen sein könnten. Wir wollten nicht verzichten, sondern Dinge anders machen. Und zwar so, dass auch der Lebensgenuss nicht auf der Strecke bleibt. Und so entstand unsere Klimakampagne Lustvoll die Welt verändern. Dass daraus ein YouTube-Kanal entstehen wird, war ursprünglich nicht geplant. Und so kam es, dass wir plötzlich Biokohle und Terrapreta selbst herstellten, um CO2 oder genauer gesagt Kohlenstoff in der Erde zu binden. Es kam dazu, dass wir viel öfter auf das Fahrrad umgestiegen sind. Wir haben anders gekocht und gegessen. Wir haben unsere Gärten und Garagendächer bekrönt. Und das Beste daran war, wir mussten auf nichts verzichten oder enorm große Aufwände betreiben. Wir mussten einfach ein paar Dinge in unserem Alltag verändern und wurden dafür mit Entschleunigung, Geldersparnis, neu geknüpften Freundschaften, mit üppigeren Ernten im Garten und sogar mit Innovation und Anerkennung belohnt. Wir haben festgestellt, dass aus unserer Sicht große CO2-Einsparungspotenziale in der Mobilität, dem Konsumverhalten, bei der Ernährung, aber auch im Haushalt vorhanden sind. Und wir sind auf etwas gestoßen, das sich Klimagardening bzw. Klimafarming nennt. Und das es vereinfacht gesagt sogar möglich macht, CO2 wieder zurück in die Erde zu bekommen. Dies hat sogar die Aufmerksamkeit in unserer heimischen Industrie geweckt. Lebensbereiche wie Mobilität, Konsumverhalten, Ernährung, Haushalt und das Gärtnern stehen in unserer persönlichen Macht und können von uns einfach verändert werden. Unser Ziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie es anders gehen könnte. Es muss nicht jeder davon alles umsetzen. Letztendlich wollen wir nicht, dass 100 Menschen Zero Waste betreiben, sondern dass Millionen von Menschen viel weniger Müll und Emissionen produzieren. Wenn Sie Lust bekommen haben, mal ein Waschmittel selbst zu machen, dann freuen wir uns. Vielleicht ist auf diesem Kanal ein gutes Rezept dabei, das Ihnen schmeckt. Möglicherweise konnten wir Sie motivieren, auch mal mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren. Unsere Gesellschaft neigt dazu, dass wir mit dem Finger auf jemanden zeigen, der sich fürs Klima einsetzt und der dann doch irgendwohin mal mit dem Auto fährt. Oder vielleicht sogar auf Urlaub fliegt. Wir alle sind und bleiben nur Menschen, die an manchen Tagen 110% geben, an manchen 100%. Manchmal haben wir auch schlechte Tage dabei und können nur 80% geben. Der Schweinehund siegt hin und wieder. Wir werden alle weiterhin Erfahrungen sammeln und da werden auch Fehler dabei sein, aber selbstverständlich auch eine Menge Positives. Schuldzuweisungen und geh doch zurück in die Höhle, Lösungsvorschläge sind nur trotzig und bringen uns nicht weiter.
Das machen Eltern und Lehrer gerne mit ihren Kindern, um Diskussionen zu beenden. Ein Beispiel. Eine Schülerin möchte gerne zur Klimademo gehen, um sich fürs Klima einzusetzen. Die Lehrerin argumentiert, ja klar, gerne, aber dann müssten wir die Matura-Reise, also die Flugreise auch absagen. So ist das übrigens tatsächlich gesagt worden, ich habe das nicht erfunden. Aus meiner Sicht ist dies eine nicht besonders förderliche Trotzreaktion. Stellen Sie sich mal vor, jemand beschwert sich beim Bürgermeister darüber, dass alles in der Gemeinde schon so sehr bebaut ist und möchte, dass das nicht mehr so weitergeht. Und der Bürgermeister würde darauf sagen, dann reiß halt dein Haus weg, dann ist das wieder ein Stück mehr grün. Sie sehen schon, so kommen wir nicht weiter. So geht aber unsere Gesellschaft oftmals mit den Kindern oder Bewegungen um. Es braucht Lösungen. Und zwar nicht von den demonstrierenden Schülern, sondern von den Erwachsenen. Zum Beispiel hätte die Lehrerin das Umbuchen der Matura-Reise auf eine Zugreise vorschlagen können. Und genau das ist es, was die Lustvoll die Welt verändern Kampagne erreichen möchte. Wir möchten eine veränderte, bessere Welt erreichen. Und zwar mit Lust und Leidenschaft, mit Lebensqualität, Entschleunigung, Ersparnis und wenig Verzicht. Wir hoffen, auch Sie mit dem Lustvoll die Welt verändern Virus anstecken zu können und hoffen, dass Sie einige Anregungen auf diesen Kanal in Ihren Alltag integrieren können. Was es braucht, sind nicht 100 Öko-Freaks, die gar keinen Müll oder gar kein CO2 mehr produzieren, sondern es braucht Millionen, die weniger Müll und weniger CO2 erzeugen. Dieser Kanal ist mehr oder weniger eine Gruppenarbeit. Er ist im Laufe der Zeit entstanden, indem viele Menschen ihre Ideen mit mir geteilt haben.